Hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Wir wollen mal wieder ein schickes Stückchen Ayahuasca schlürfen und bereiten uns mal vor auf unseren nächsten Trip hier am Lambda 2, was auch immer das genau sein soll. Schauen wir uns mal an. Ich stopp das Zeug mal da rein. Lecker. Los geht's. Guck mal, da ist er wieder, der Kleine. Geil. Wie sie das gemacht haben, gefällt mir wirklich gut. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Mega gut. Flitzt der Kleine hier lang. Kann man fast schon ein bisschen Gas geben. Okay, der nächste Übergang. Boah. Gelandet. Gins. Okay. Ein Raum mit meinem Namen. Ist es? My office? Die Funkie. Oder auch Herzblattlilie ist eine krautartige Pflanze. Okay. Hier sind noch mal ein paar. Oder hier sind noch mal die Funkien erklärt. Was haben wir hier noch? Pilze und ihre Eigenschaften. Schamane, Ritual. Hier ist nochmal näher auf das Ayahuasca-Getränk eingegangen und dessen Wirkung, in der wir uns gerade befinden. Das Liane der Seelen, okay. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Allerdings sollte hier nochmal spannender Missions... oder ein spannender Teil der Geschichte sein. Dann lesen wir den schon zusammen. Das Kapitel über natürliche Arzneien, Fundort des Pilzes.
Okay. Eine völlig neue Spezies. Hat sie einen Namen noch zu erledigen? Erforschen und vergleichen. Fenster kann ich leider nicht gucken. Hier komme ich nicht in die Ecke. Haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Ich habe mich in meinem Büro anscheinend noch mal eingehend mit dem Dschungel befasst. Und den Eingeborenen und deren Pflanzen. Und diesem Ayahuasca-Ritual. Sind wir jetzt gelandet? Geil. Dschungel hier drin verboten ist. Das Buch war quite good, but people aren't interested in lost tribes. Deforestation or global warming. We don't think about such things until it's too late. Jake Higgins, die Geister von Amazonien. Schauen wir das Buch, das ich geschrieben habe. Eine Reise ins Herz des Dschungels. In seinem neuesten Buch entführt Dr. Jake Higgins seine Leser auf eine faszinierende Reise durch die Tropenwälder Südamerikas. Jenseits von technologischem Fortschritt, moderner Medizin und den Annehmlichkeiten der Zivilisation hat er den verlorenen Stamm der Jabberwocker gefunden. Obwohl dieses urtümliche Volk genauso lebt wie seine Vorfahren vor hunderten von Jahren, sind die Stammesangehörigen gesundheitlich in Topform. Aber nicht nur das. Ihr Immunsystem bekämpft verschiedenste Krankheiten äußerst effektiv. Entdecken Sie erstaunliche indigene Kulturen. Abgeschnitten von der Welt haben die Jabberwocker ihre einzigartige Kultur entwickelt, in der die harschen Lebensbedingungen im Dschungel nahtlos in eine tiefe Spiritualität übergehen. Erfahren Sie mehr über ungewöhnliche Bräuche und soziale Gefüge, lesen Sie von lokalen Delikatessen und bestaunen Sie Legenden, die über viele Generationen überliefert wurden. Entdecken Sie Geheimnisse, die den Indios von ihren toten Verwandten zugeflüstert wurden, und zwar in Ritualen, die sonst nirgendwo auf der Welt ausgeübt werden. Eine Lektion in Sachen Überleben. Kann ein Mann von heute die Annehmlichkeiten der Zivilisation hinter sich lassen und ein neues Leben im Einklang mit der Natur beginnen? Erfahren Sie, wie man unter extremen Bedingungen überleben kann. Was ist essbar, was nicht? Wie behandelt man einen Schlangenbiss? Und wie verhindert man Erkrankungen? Wecken Sie Ihre uralten Instinkte und folgen Sie der Spur der Jabberwocker. Wer weiß, wohin Sie diese Reise führen könnte. Spannendes Büchlein, was wir da verfasst haben. Über unsere Abenteuer im Dschungel. Payment Request. Zahlungsaufforderung. Da Sie die Zahlung in Höhe von $70,000 für bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Freundlichen Grüßen. Wir haben Schulden. Rechnung. Patientin Mia Higgins. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Permanente 12.000 Zimmer und Krankenpflege. Wow, Strahlentherapie. Insgesamt $200,000. Ja, kein Wunder, dass wir noch ein paar Schulden haben. Die arme Mia war wohl sehr krank. Vermutlich haben wir deswegen
und so genau mit den Eingeborenen und ihren Heilmitteln befasst? Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Umulu Corp an mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, Sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnlich effektive Arzneien verfügen, gehen da aber leider nie ins Detail. Falls Sie uns genaue Informationen liefern könnten, wäre Umulu Corp gewillt, eine beträchtliche Summe in die Erforschung dieser Substanzen zu investieren. Ich kann verstehen, dass Sie dieser Zusammenarbeit zögerlich gegenüberstehen, aber bitte denken Sie daran, wie vielen Leuten Ihre Entdeckung helfen könnte. Wir könnten Patienten retten, die aktuell keine Chance aufs Überleben haben, aber nur mit Ihrer Hilfe. Sie befinden sich selbst in einer schwierigen Lage, deshalb sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig es ist, wenigstens nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. Wir könnten einander helfen und viele Leben retten. Im Namen von Umulu Corp möchte ich Sie zu einem Treffen einladen, idealerweise im Hauptsitz unseres Unternehmens. Falls Sie zustimmen sollten, uns in dieser Angelegenheit zu beraten, würden wir selbstverständlich jegliche Reisekosten übernehmen. Ich glaube, dass wir alle von dieser Zusammenarbeit profitieren könnten. Professor Dr. Kwiatek von der Umulu Corp hat uns einen Arsch voll Kohle geboten. It wasn't any different this time. No one took an interest in them, unless there was some money to be made. Es ging mal wieder nur ums liebe Geld. Oh, viel zu lesen. Dr. Higgins, ich habe Ihr Buch gelesen und muss Ihnen mitteilen, wie sehr es mich beschämt. Kein Wissenschaftler, der etwas auf sich hält, würde je so etwas schreiben. Nur noch wenige Gemeinschaften auf der Welt, die sich fernab von den sogenannten Vorzügen der Technologie entwickeln und im Einklang mit der Natur leben, während sie althergebrachten Traditionen folgen. Sie haben jedes Recht dazu, ihre Lebensweisen ungestört zu verfolgen. Ihretwegen haben die Jabberwocker diese Möglichkeit nun verloren. Jetzt wird es Wissenschaftler, Journalisten und Unternehmer in Scharen zu ihnen ziehen, die es alle nur auf Profit abgesehen haben. Ihre Kultur wird besudelt werden und wir können nicht einmal erahnen, wie sehr ihre natürliche Entwicklung und ihre Lebensweise beeinträchtigt werden. Für mich ist es offensichtlich, dass sie keinen Respekt vor ihrer bemerkenswerten Kultur haben. Sie nutzen die Jabberwocker nur aus, um selbst Ruhm und Reichtum zu erlangen. Noch schlimmer ist allerdings, dass sie andere dazu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Der Stamm wird allmählich zu einer Zwischenform aus einem natürlichen Kuriosium und der neuesten Modeerscheinung der Populärmedizin. Das ist widerlich und Sie sollten sich für das, was Sie diesen Menschen angetan haben, schämen. Nun stattfindende Expeditionen und Störungen werden dem Stamm mehr schaden als nützen. Ich warne Sie, lassen Sie den Jabberwocker-Stamm in Ruhe, sonst drohen Ihnen gravierende Konsequenzen. Von mir aus bekommen Sie keine Grüße, Agnes Dabrowski. Also, unsere Frau, die Mia, war wohl krank. Und ich denke mal, auf der Suche nach einem Heilmittel für sie haben wir halt die ganzen Menschen oder die, ja, Zivilisation zu den Jabberwocker gelockt und ihnen damit jetzt die natürliche Entwicklung versaut. Und wenn dann dauernd so eine Schar Doktoren um einen rumrennt, Wissenschaftler. Ist so ein Eingeborenenstamm wahrscheinlich schon ein bisschen überfordert. Jetzt ist die Frage, ob wir es wegen mir gemacht haben oder wegen der Kohle. Ich nehme an, wegen mir, ne? Ich will es zumindest hoffen. Lass mal in die nächste Tür. Selfish, just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What
happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Ja, er hat's wegen mir gemacht, ne? Das glaube ich ihm jetzt schon. Dann für Onkologie, medizinische Vorgeschichte. Patientin Mia Higgins, Diagnose bösartiger Tumor im linken Lungenflügel. Metastasenbildende Veränderung im rechten Lungenflügel. Metastasenbildende Veränderung in den Lymphknoten nahe der Luftröhrengabelung. Unterliegende Erkrankungen und Komplikationen. Anhaltender Husten und Hämoptysis. Atherosklerische Läsion in der Aorta. Bluthochdruck. Veränderung der Wirbelsäule. Schmerzen in der Schulter. Ja, es ist tatsächlich so. Lungenkrebs. Ich mag's gar nicht weiterlesen. So, das war's schon. Eingeleitete chirurgische Behandlung. Injektion oder Infusion eines chemotherapeutischen Krebsmedikaments als Teil der palliativen Chemotherapie. Empfehlung hinsichtlich künftiger Behandlung. Weitere palliative Behandlung empfohlen. Wow. Mia, I drank another dose of ayahuasca, and but why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy, and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake. Going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Das musst du jetzt erstmal verdauen. Da gilt es nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und vor allem nochmal mehr zu erfahren. Bin echt ein bisschen geplättet. Ich weiß nicht, sagt mir mal, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt die ganze Story vorlese? Manche finden es wahrscheinlich nicht so geil. Aber nur wenn ich es mir eh selber durchlesen will, um zu wissen, was hier los ist. Wenn wir es auch gleich zusammen machen, denke ich. Ich glaube, das passt schon so. Braucht ihr nicht so angestrengt lesen, könnt nur zuhören. Mann, und mal ganz ehrlich, die Story an sich mit diesem Trip, auf dem wir uns da befinden, um damit die Geschichte zu erkunden. Finde ich mega geil und auch richtig gut gemacht. Das ist den Machern echt gut gelungen. So, halbwegs verdaut das Ganze.
Wir können jetzt, wie es aussieht, hier mal durch. Mal hier auf den abgefackelten Teil der Karte wohl. Schauen wir mal, das dürfte ja wieder ein komplett neues Gebiet sein. Was uns hier jetzt erwartet. Dann nimm mal ruhig ein paar Stöcker mit, du hast nicht mehr viele. Eben am Feuer wahrscheinlich. Den größten Teil durchgebracht. Wow. Hier geht aber auch tief runter. Ey, wenn die hier runterfällt, dann war's das, ne? Oh, Gott sei Dank. Die Strecke, die bei dem Jungen hinterher geflitzt sind hier. Hier sind wir abgestürzt, aber ich würde jetzt doch lieber einmal hier geradeaus drüber, wenn es geht. Okay, ein großer See. Lambda 2, da sind wir durchgegangen. Hast du jetzt nichts mehr auf der Karte, wie es aussieht? Mach dich mal hier runter. Immer ein Speer in der Hand. Stopf dir mal den paar Pilze hier in die Tasche. So. Alter. Ein Krokodil gehört, oder? Oder nicht? Da kommt's doch. Oh, da kommt's doch. Yes! Gott sei Dank, ey, normalerweise habe ich die viel zäher in Erinnerung, die Burschen. Nehmen wir mal meinen Speer hier. Soll ich den mal sammeln? Boah, gnadenlos überladen erstmal wieder hier. Knochen. Was denn hier? Leere Dose kannst du auch hier lassen? Immer noch viel zu schwer, ne? Ja, das Fleisch wiegt ein paar Tonnen. Wenn man zwei mitnehmen, sollte das reichen. Alter Vater. Ist das Anaconda Island? Da, wo wir eine ganze Weile gewohnt haben, jetzt zum Schluss der zweiten Staffel. Könnte sein, ne? Da flitzen wir jetzt nochmal schnell hin, das schaffen wir noch. Hier gleich hier noch. Man muss mal hier ein bisschen mehr ans Wasser. Bananen. Will die jetzt nicht essen? Wir sind saudreckig. Dann. Hier ist vielleicht ein Kaiman begegnet. Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out. Okay? Why would I freak out? I might have come across the Cayman. What? Jake, Thespian, yo daño. I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the Cayman?
Ich habe ihn getötet, ganz stolz. Berichtet er das erstmal der Mia. I killed it. How am I supposed to stay calm when you are charging at Caymans? But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. That's true, but I killed the Cayman by myself. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Yay. This is exactly what I wanted to hear. Over and out. Wow. Was war das für ein Geräusch? I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Okay. An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss für die Folge. Das Lara tatsächlich hier auf Anaconda Island haben wir noch gefunden und jede Menge erlebt in der Folge. Schon wieder auf dem Trip gewesen, ein bisschen was von der Geschichte rausgefunden, die erstmal sehr traurig scheint. Und hier umschauen im Lager tun wir uns dann in der nächsten Folge. Ich muss mir erstmal ein paar Igel abpulen und mich mal waschen. Ja, hattet ihr Spaß an der Folge, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Habt ihr was auf dem Herzen, schreibt es mir in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, Green Hill. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.